Es ist 2 Uhr nachts. Es ist sehr spät. Und trotzdem haben wir eine Zuschauerschaft von 2000 Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid entweder arbeitslos, ihr codet auf Schule oder ihr seid begeisterte LOL-Zuschauer, die einfach denken, die All-Stars, ja, dieses riesige Troll-Turnier muss ich sehen. Weißt du, irgendwann hat einfach der liebe Gott oder die Gesetze des Universums gedacht, wie machen wir das mit dem Planeten? Hat da jemand eine Idee? Und dann ist einfach der besoffenste von allen, Leute, Kugeln sind super nice. Lass uns die Planeten rund machen. Und alle. Was eine Idee. Und rülpsen übel laut. Und da haben die also gesagt, wir machen den Planeten rund. Wupp. Ja, Gas formt sich, Planet ist rund. Das hat zur Folge, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten Tag und Nacht haben. Na, hier Nacht. Da ist er, na, schleicht sich rein. Hier Nacht, auf der anderen Seite Tag. Why? Na, ich könnte einfach hier, direkt hier runter bohren, super weit bohren und würde bei den All-Stars rauskommen. Genau dort. Bloß, da ist es. Da ist Sonnenschein. Also ich persönlich wäre immer noch für diese Mittelalter-Idee oder keine Ahnung, wie wann die daran gedacht haben, für eine schöne Scheibe. Du hast eine schöne Pizzascheibe und wir haben alle Tag, alle Nacht. Wäre für den E-Sports, für alle Sportarten, Business, GG. Ah, da hast du supergeil, übel hohe Kriminalitätsrate. Aber dann wieder supergeil. Alles an einem Tag. Aber nein, die Erde ist eine Kugel. Zeitzonen. Delicious. Lol, sag mal richtig was, weil sonst kann ich den Ton nicht bestimmen. Oh Gott, Alter. Okay, mute. Ihr merkt, wir sind beide, Alter, du hast den V-Ausschnitt des Todes. Aber es geht noch weiter, das finde ich sehr gut. Ich könnte da theoretisch auch übertreiben, aber ihr merkt, wir sind halt heute sehr, sehr weit. Also die Zahlen, die Leute im Schädel. Also es wird auf jeden Fall Spiele geben. Ich will mal jetzt wirklich auf 100... es wird auf jeden Fall Spiele geben. Gott sei Dank. Holy moly. Ich glaube, der wird uns irgendwann super rain. Aber... wir haben einen Knopf. Das Button, ne? Nice. Das ist super. Allein, wir müssen echt. Und dann wieder rein. Das ist immer so, wenn ich mit meiner nice. Russischen Oma telefoniere. Also, ich bin gut verstanden. Das ist furchtbar. Gut, okay, ihr merkt das Niveau. Das Niveau ist super low. Wir sind natürlich hier. Ja, auch hier. Wir sind auch hier so. Ja. Ja, so, da muss man noch beibringen, wie das mit der Uhr geht. Oder hast du Gänsehaut? Bin ich ein bisschen enttäuscht. Was? Ach so, wir sind so. Alter. Oh, ist mein Herz kurz stehen geblieben. Zum Glück war ich nicht Hände waschen nach der Toilette. War aber okay. Pimmel. Ist also Pimmel. Es ist halt so retarded, ihr merkt's. Ihr merkt's, Leute. Das ist halt, es ist halt noch nicht böse gemeint. Aber ist ja durch. Das ist natürlich der Baron. So, da. Also das Niedermähen, das tut weh. Da sind wir ehrlich, Kasing. Oh, der Hook. Oh, da. Ja, jetzt wird uns einfach dazwischen gequatscht. Finde ich natürlich nicht schlecht. Ich bin ein bisschen irritiert, dass man einfach die Caster reinballert. Jetzt hier die. Wow, why? Clean feed, why? Was ist denn hier los? Baron, zack, hätte beinahe Amazing abgerippt. Die Taiwanesischen sind das? Wer ist das? Das ist nicht Korea, es ist was, vielleicht China. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, dass man sich in den Cleanfeed reinhackt. Der hat sich ja sogar reingehackt, so. Ich frag mich, was jetzt so in der Gruppe abgeht. Cleanfeed not clean anymore. Cleanfeed very dirty. Ja, jetzt haben wir den Amerikanischen noch mit drin. Wow, ich sag mal, das ist ein Trollturnier. Aber jetzt werden wir gerade alle Kommentatoren so hintereinander geschalten. Ich bete natürlich, dass wir in den in englischen Stream jetzt reinkommen. Aber wir sind ja leider nicht vor Ort. Wow. Das ist einfach echt beleidigend so.
Wow. Das ist überhaupt nicht kawaii so. Ich mute die jetzt. Tschüss. Tschüss. Ist ja wirklich super frech, Junge. Wahnsinn. Kommen die einfach in unseren Stream rein. All-Stars ist wie gesagt ein Turnier, was es bewusst auch nicht darum geht, in irgendeiner Form ernst genommen zu werden, sondern es ist ein Spaßturnier. Die Worlds sind vorbei, das heißt, alle atmen nochmal durch, beschnuppern sich aber ein kleines bisschen. Endlich mal, wie man spielt auf diesem Patch. Wir haben ja schon bei den Worlds-Patch Probleme gehabt. Der hier ist auch knackig. Und ja, das ist das koreanische, das LCK-Roster. LCS Arena ist das Ding da. Wunderbar. Na, ihr merkt schon, geht gut ab. Ich kriege irgendwie nicht so richtig eine Pause rein. Konsequent und sage mir dann, nee. Also, wenn man sagt, okay, ihr habt keinen AD-Carry, dann lässt man den wenigstens farmen. Weil dieser Unterschied mit, keine Ahnung, wo die 20 hatten. Ihr macht ein Päuschen. Ihr schaut euch auf Twitter um. Und du, mein Freund, du bist so tot. Aber ist okay. Sola, ist okay. Das war jetzt sehr gemein von dir. Oh, das war aber nicht so, wie ich es erwartet habe. Eigentlich wollte ich ja gucken, wie weit du noch weiter versinkst. Total. Und dann hätte ich einfach nur... Ich hätte so hart engaged. Auf diesen Moment habe ich eigentlich so lange gewartet. Niemals! Ich bin mal mental schon beim nächsten Matchup. Dein Blick, Alter, dein Blick ist ridiculous. Artstars! Das wäre auch nicht gut. Ich bin wieder wach jetzt. Ja, ist top notch. Bin ich sehr froh drüber. Sleeping Sola, Alter. Back to the roots. Hi, I'm Sola. Hi. Ist einfach. Ah, ist das schön.